Ja, buongiorno, liebe Motorsport-Magazin-Kommleser. Wir sind nicht nur in Barcelona, wir sind heute auch in Italien unterwegs. Genauer genommen sind wir in Livigno. Das ist ein Ort, den kennt eigentlich kaum jemand auf der Welt, aber Ferrari kennt ihn und auch Kaspersky. Denn hier gab es heute einen richtig coolen Showrun von Ferrari. Die sind hier gerade hinter mir am Abbauen, die sind heute mal Selfie-Style unterwegs. Und hinter mir steht hier der, ihr könnt ihn hoffentlich sehen, der Ferrari F60 von 2009. Giancarlo Fisichella ist heute am Steuer gesessen und ist hier auf Schnee rumgefahren. Und der Grund, warum ich heute mal ein Selfie-Video mache, ist, um euch mal ein bisschen das Panorama hier zu zeigen. Denn es ist mega schön und es schneit wie Sau. Aber das gehört wohl dazu, denn wir hatten schon wieder einen Snowrun. Die Zeit der Showruns scheint inzwischen vorbei zu sein. Und ja, was war hier heute los? Giancarlo ist 40 Minuten lang gefahren, also sehr, sehr lang. Viel länger, als man es bei gewissen anderen Teams kennt. Und ja, man muss sagen, also extrem schnell war er jetzt nicht unterwegs gewesen. Aber es war eine coole Show. Ich denke mal, hier waren doch so der ein oder andere tausend Zuschauer, die ja endlich mal ein Formel-1-Auto in Action sehen konnten. Und sagen wir mal ehrlich, Formel-1-Autos auf Schnee ist halt immer was Besonderes. Und im Gegensatz zu Red Bull hatte der Giancarlo heute zwar auch Pirelli-Reifen drauf, aber der war hier mit Spikes unterwegs. Wir haben mal nachgefragt bei Pirelli. Und der Ferrari hatte an jedem Reifen hatte er 610 Spikes. Jetzt werde ich hier gerade überfahren. Muss ein bisschen drüber gehen. So, okay. Da sind wir wieder. Schaut euch auch das Panorama an. Hier hinten die Leinwand, wo jetzt gerade der LKW vorbeifährt. Und also es war eine richtig coole Show gewesen. Macht Spaß auf die neue Saison. Und ja, vielleicht sollte Bernie Ecclestone eben doch mal durchdringen, dass wir hier mal ein Rennen auf Schnee fahren. Das wäre mit Sicherheit mal eine coole Geschichte. Kleiner Negativpunkt an Ferrari. Wir hatten eben die Möglichkeit, noch mit Giancarlo ein bisschen zu sprechen. Und ja, natürlich haben wir gefragt, was er vom neuen Ferrari hält und ob Ferrari dieses Jahr die Weltmeisterschaft gewinnen kann. Aber da kam die liebe Pressedame von Ferrari und hat gesagt, no, no, please, no questions about Formula One, just on the snow event. Aber seien wir mal ehrlich, mehr als 10 Minuten brauchen wir halt auch nicht über einen Snowrun zu sprechen. Trotzdem alles in allem sehr, sehr schönes Event. Und ja, bevor ich hier völlig einschneie, drehe ich mich noch einmal für euch kurz rum, dass ihr mal schauen könnt, wie schön das hier war. Hier im Hintergrund bin ich heute Skifahren gewesen, zum ersten und vermutlich auch letzten Mal in meinem Leben. Da bin ich noch langsamer als Giancarlo gewesen heute und habe aber zumindest genauso viel Show gemacht, aber relativ schlechte. So, das war es aus Livigno. Ab jetzt könnt ihr euch noch die restlichen Testfahrten in Barcelona anschauen und dann geht es zum Glück auch bald wieder los. Von daher, alles Gute und liebe Grüße aus Livigno. Ciao.